Ja, Krimpove, Trainingsauftakt bei Preußen Münster 15-16. Wie froh bist du, dass die letzte Saison jetzt endgültig vorbei ist? Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir jetzt wieder nach vorne schauen können und wir sollten die jetzt auch ad acta legen. Die ist aufgearbeitet von unserer Seite aus. Wir müssen unsere Konsequenzen rausziehen und ich glaube, dann ist viel erreicht. Wenn man mal sich die neue Mannschaft anguckt, scheint ja eine Konsequenz auf jeden Fall zu sein, dass eine Verjüngung stattfindet. Wie weit bist du zufrieden mit den bisherigen Neuverpflichtungen? Absolut zufrieden und auch absolut im Soll. Ich glaube, wir haben da ganz viele Perspektivspieler dabei und Carsten hat einen guten Job gemacht und es ist ja auch noch nicht aller Tage Abend. Das heißt, da kommen ja auch noch der ein oder andere Spieler kommt ja auch noch dazu und da gehe ich mal von aus, dass da auch noch der ein oder andere Erfahrene dabei ist. Ja, könnte ja sein, dass der bisher eigentlich ein Wunschspieler bekommen hat? Ja, ich glaube, alleine so mit so einer Verpflichtung von Jesse Weißenfels, wo viele Drittligisten und sogar Zweitligisten dran waren, nur das mal exemplarisch zu sehen, ist das, glaube ich, das ist schon wirklich ein guter, sehr guter Transfer und auch die anderen, ob es der Schwarz von Haching ist und so weiter, ich will sie gar nicht alle aufzählen, aber ich glaube, wir haben da gute Jungs zusammengeholt, die vor allen Dingen gallig sind und mit uns was erreichen wollen. Was gerade besonders am Anfang auffällig war, dass der ganz großen Kreis gemacht hat mit allen Mitarbeitern, allen, die so im Verein beschäftigt sind, mit dabei waren. Ist das auch so eine Konsequenz, dass der Teamgeist noch mehr nach außen gezeigt werden soll? Absolut, genau das ist die Konsequenz daraus und wir müssen das wirklich alle vorleben und da geht es bei der Geschäftsstelle los, die machen einen tollen Job da und es geht bei uns im Präsidium weiter, das muss ich auf den Platz übertragen und auf die Mannschaft übertragen und nur durch eine geschlossene Einheit können wir ja gemeinsam was erreichen. Jetzt ist ja morgen auch nochmal ein ganz wichtiger Termin. Da wollte er sein Stiftungsmodell vorstellen. Wie weit seid ihr vom Verein denn darüber schon informiert oder wisst ihr, wie konkret das eigentlich ist? Ja, wir haben uns mit Seinsch mehrmals getroffen, mit Herrn Seinsch, und das war sehr informativ. Wir sind da natürlich jetzt keine Handelnden, sondern sind da im Zuschauerbereich, weil ja, das ist eben ein Stiftungsmodell des Herrn Seinsch. Und da gucken wir mal, was da morgen kundgetan wird. Wir sind aber soweit auf dem Laufenden gehalten von Herrn Seinsch und es waren gute Gespräche. Wie glücklich ist man, dass man so einen Mann für Preußen begeistern kann, also auch für das Projekt? Ja, also Herr Seinsch kam ja von sich aus auf uns zu und hatte das Modell vorgestellt, was erstmal positiv zu bewerten ist, aber wir wollen auch die Sektflaschen noch nicht aufmachen, sondern da gibt es ganz viele Hürden noch zu überwinden und morgen könnte ein erster Schritt werden und dann warten wir mal morgen die Veranstaltung ab. Waren in den bisherigen Gesprächen auch politische Gremien mit eingebunden oder ist das für die morgen absolutes Neuland? Ich glaube nicht, dass das für die Neuland ist. Wie gesagt, Herr Seinsch sitzt da im Fahrersitz und hat dementsprechend aber auch mit der Politik auch schon und mit der Verwaltung Gespräche geführt. Ich glaube also von daher werden die, zumindest die Verwaltungsspitzen und so, werden morgen nicht ganz überrascht sein. Also da kann ich schon sagen, es ist so ein bisschen auch Aufbruchsstimmung. Der Slogan ist ja immer weiter vorwärts. Wo siehst du Preußen jetzt in der kommenden Saison? Ja, ich glaube, wir haben eine gute Truppe oder wir werden eine gute Truppe zusammenkriegen und ich bin selber gespannt, aber positiv gespannt. Ich möchte nicht hier in so ein negatives Loch fallen und ich glaube, wir werden eine ambitionierte Truppe auf den Platz stellen, wobei es für mich unwichtig ist, jetzt einen Tabellenplatz rauszuhauen, wo wir unbedingt landen werden, sondern vielmehr wichtig ist, wie wir uns auf dem Platz verkaufen, wenn dort eine Mannschaft steht, die sich zu 100% alles raushaut, was er hat bei jedem Spiel. Dann wird ja auch der Zuschauer und da werden die Fans ja auch in Münster das honorieren und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wie treten wir auf? Und wenn da alles rausgehauen wird, wird das, glaube ich, eine gute Saison. Ja. Wenn man ja heute auch mal guckt, erstes Training, das ist erstmal das Preußen, das so öffentlich macht, überrascht das auch schon so viele Zuschauer wieder heiß sind? Ja, ein bisschen überrascht bin ich schon, aber positiv überrascht. Also hier 300-400 Leute hier bei so einem Trainingsauftakt, wo es eigentlich nur eine Bratwurst und eine Cola gibt und ein bisschen Trainingsspielchen, das ist schon toll. Und ja, das zeigt einfach auch, glaube ich, den Stellenwert mittlerweile, den Preußen Münster auch in der Stadt hat. Und da sollten einige mal genauer hingucken, was hier abgeht. Du sprichst es an, also über die
Jahre konnte man ja eine stetige Entwicklung feststellen. Ist Preußen immer mehr angekommen in der Stadt? Ich glaube wohl. Wir sind in den letzten 10 Jahren und da ist gerade auch nochmal Marco, der Angelus zu danken, da, dass in den letzten 10 Jahren sind wir wirklich in der Stadtgesellschaft angekommen und ich glaube, man sieht es A, an den Entwicklungen der Zuschauerzahlen, B, in der Entwicklung hier, gerade mit Sigi Höhing, was der gemacht hat mit den Sponsoren, wie sich das hier in den letzten Jahren entwickelt hat und ist schön, das zu beobachten, aber wir haben mit Sicherheit auch noch Luft da oben. Ja, gerade der Sponsorenbereich, da stößt du, glaube ich, gerade an Grenzen, oder? Da kann ihr Sigi jetzt am besten. Hallo Sigi, wir hatten gerade unseren Sponsorenbereich angesprochen. Ja. Ihr seid ja jetzt mit dem jetzigen Stadion, was hier steht, stößt ja gerade an Grenzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben also kaum noch Vermarktungsmöglichkeiten, wir haben noch kaum noch Sitzplätze auf frei, die wir an Sponsoren verkaufen können. Wir können ja nicht alles an Sponsoren verkaufen, weil wir auch einen bestimmten Bereich natürlich für unsere Fans brauchen. Aber in den Sponsorenblöcken haben wir, ich glaube, insgesamt noch 18 Plätze frei. Ansonsten sind wir der Rest des ausverkauft. Bandenwerbung haben wir, glaube ich, vielleicht noch 15 Meter. Das war Also es geht, glaube ich, jetzt wirklich darum, die Marke Preußen zu verkaufen und da mehr Emotionen zu wecken und da vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Sponsor zu gewinnen. Morgen, ich hatte das gerade schon mit Georg besprochen, ist ja das Termin mit Walter Seinsch bezüglich Stiftungsmodell Neues Stadion. Wie wichtig wäre das jetzt für Preußen, dass man da auch wirtschaftlich da nochmal so einen Sprung machen kann? Ich glaube, das wäre schon sehr wichtig, dass sowas kommt. Also ich glaube, dass wir brauchen einfach die Vermarktungsmöglichkeiten. Wenn du nichts mehr hast und hast die Möglichkeit jetzt vielleicht mit dem Stadionausbau, dass wir hier weiterkommen können, dann haben wir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, wieder auch vielleicht auch neue Sponsoren zu kriegen. Wir gehen immer weiter raus aus Münster. Wir haben Sponsoren aus dem Kreis Borken, aus dem Kreis Warndorf, aus dem Kreis Steinfurt. Das ist ja alles neu. Ne? Ich meine, vor Jahren hatten wir nur Sponsoren aus Münster. Und ich glaube, wenn wir noch weiter raus wollen, mit der neuen Kampagne eben gemeinsam fürs Münsterland, dann brauchen wir eben zumindest vielleicht kein neues Stadion, aber zumindest die nächste Stufe, um hier weiterzukommen und Vermarktungsmöglichkeiten zu kriegen. Ja, danke für das Interview euch beiden und guten Saisonstart. Ja, gerne, danke. Carsten Gockel, Trainingsauftakt bei Preußen Münster. Das erste Mal, dass er das öffentlich im Stadion macht. Überrascht, dass so viele Leute doch gekommen sind? Ich bin erfreut. Wirklich, also ich finde es toll, dass so viele sich heute auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, die Mannschaft hat sich auch gefreut, dass heute so viele da sind beim ersten Mal und hier unter Applaus rausgekommen. Zum ersten Training ist natürlich auch mal schön, für die Jungs auch zu sehen. Und ich freue mich. Also das zeigt, das können wir in Zukunft öfters machen. Also zum ersten Training zumindest. Ne? Ja, ich finde auch. Also wir haben so eine schöne Tribüne, wir haben hier ein schönes Stadion und deswegen haben wir uns gedacht, können wir das auch diesmal so nutzen. Ich glaube, das ist ganz gut aufgegangen. Was man sehen konnte. Jetzt am Anfang als einfach habt ihr einen ganz großen Kreis gemacht mit auch Mitarbeitern des Vereins und allen Spielern und alles, was so drumherum um die Mannschaft ist. Ist das so eine erste Veränderung zur letzten Saison oder warum? Für mich war das einfach ein wichtiges Zeichen heute, bevor wir den ersten Schritt überhaupt gehen, hier klarzumachen, dass wir als gemeinsame Mannschaft unterwegs sind. Es gibt viele, die sich für den SC Preußen extrem leidenschaftlich einsetzen. Natürlich auch die Fans, das wissen wir, die viel mitfahren und uns unterstützen, aber vor allen Dingen auch die jeden Tag hier arbeiten und alles versuchen, ja, für den SC Preußen rauszuholen. Das war mir einfach wichtig, dass die Mannschaft das auch mitbekommt, dass sie mal also von Anfang an ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Menschen das auch betrifft und vor allen Dingen auch ein Zeichen, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir als eine Gemeinschaft uns verstehen und auch so unterwegs sind. Jetzt gab es ja schon ein paar Neuverpflichtungen, alles ist noch so ein bisschen im Fluss, aber bis hierhin kannst du schon sein, dass du einen Großteil deiner Wunschspieler bisher bekommen hast? Ja, das schon. Also ich bin sehr, sehr froh und glücklich darüber, dass wir die Spieler, die wir verpflichtet haben, auch bekommen haben. Natürlich müssen wir noch Spieler dazu bekommen, das ist auch klar. Aber ich bin im Moment sehr zufrieden, wie es gelaufen ist bislang. Im Vergleich zur letzten Saison kann man ja auf jeden Fall sagen, Kaderverjüngung scheint zu glücken. Ist das eine Maxime? Es gibt keine guten und schlechten Spieler oder junge oder alte. Ja, es gibt schon gute und schlechte, aber und manchmal sind die eben jung und alt. Also ich habe das ja immer schon gesagt, dass ich die Diskussion nur bedingt mitführe. Klar, dass wir jetzt ein bisschen jünger werden, weil wir natürlich viele ältere Spieler abgegeben haben. Ist ganz klar auch normal, dass man dann jünger wird, wenn man sich jetzt mit neuen Spielern verstärkt. Aber nochmal, es müssen vor allen Dingen gute Spieler sein, die gut zu uns passen. Und wenn sie dann, ich sage jetzt mal, das meiste noch vor sich haben, als das meiste hinter sich, dann ist es umso besser.
Morgen ist ja auch ein relativ wichtiger Termin. Herr Sahn, ich möchte sein Stiftungsmodell vorstellen für neues Preußenstadion. Wie weit ist der Verein da immer eingebunden? Ja, wir sind morgen eingeladen worden. Also noch ist das ja, also wir morgen findet die Veranstaltung hier in der Tribüne statt, aber wir sind eingeladen und einladen, da ist der Kreisverband Münster und Herr Seinschelt auf Einladung vom Kreisverband Münster morgen seinen Vortrag hier. Wir lassen uns überraschen. Okay, also da kann man auch gar nicht absehen, ob sowas wirklich realistisch ist. Also ich vermag das nicht abzusehen. Ich bin morgen hier und bin sehr gespannt darauf, was ich hören werde. Also mehr weiß ich im Moment noch nicht. Hallo Herr Wiebe, Neuzugang bei Preußen Münster, kommst aus dem Rheinland. Was verschickt ein Rheinländer ins Westfalenland? Ja, ich denke, ich habe nur gut über den Verein gehört und ja, als das Angebot kam, da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Und ja, ich habe noch nicht sehr viel von der Stadt gesehen, aber ich denke, das Münsterland, man hat nur gut davon gehört. Okay, gab es andere Angebote oder war das erst das Einzige? Ja klar, man spricht halt mit ein paar Vereinen, aber Preußen Münster ist sehr konkret auf mich zugekommen. Und das hat mich gefreut, ja, das hat mich auch geehrt, deswegen sind wir auch schnell zu einer Einigung gekommen. Wurdest du vorher schon von Preußen beobachtet oder wie kam das zustande? Ja, wie genau, kann ich natürlich nicht sagen, das wissen die Verantwortlichen besser, wie sie mich gesehen haben, aber ich denke, dass sie mich auf jeden Fall schon auf dem Zettel hatten, schon was länger und ja, dann kam das halt im Sommer zustande, da mein Vertrag auch auslief. Weißt du jetzt schon, auf welcher Position du hier eingeplant bist? Weiß ich noch nicht. Jetzt, ich denke, das wird sich in der Vorbereitung zeigen, aber ich bin eigentlich natürlich von Haus aus Sechser. Ich denke, dafür wurde ich auch geholt, aber wo mich der Trainer dann am Ende einsetzt, das wird er dann selber entscheiden. In Köln hast du ja auch mit den Profis mit trainiert, aber wie schön ist es jetzt eigentlich mal wirklich in der ersten Mannschaft zu sein? Ja, in Köln kam es ja nicht so oft vor, ab und zu mal schon, aber natürlich ist das ein super Gefühl, in der ersten Mannschaft zu sein. Man hat natürlich die Fans im Rücken und das ist ein tolles Gefühl. Hast du schon eine Wohnung hier gefunden? Nee, noch nicht. Ich bin auf Suche und ich hoffe, dass ich was Schönes finde hier. Ja, du bist ja auch noch jung, also willst du hier noch ein Studium beginnen oder hast du ja auch überlegt, bei einer WG zu ziehen oder was? Nee, eine WG ist nichts für mich. Ich werde schon gerne alleine wohnen und oder was war die andere Frage? Studium. Ja, ich habe bisher studiert in Köln auch, aber das geht ja natürlich nicht mehr, wenn ich jetzt hier umziehe, aber ich werde mich auf jeden Fall wieder umschauen, ob ich was weitermachen kann oder ob ich eine andere Option hier finde. Was hast du denn eigentlich studiert? Betriebswirtschaftslehrer, also BWL. Ja, das geht ja schon. Ja, das geht auf jeden Fall. Inwiefern müssen wir mal gucken. Ja, und kann man ja heute schon sagen, was für Preußen drin ist diese Saison? Ich glaube, das kann ich noch nicht sagen. Ich denke, wir haben viele neue Spieler. In den letzten Jahren haben wir immer gut mitgespielt. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr auch einfach viele Punkte holen und möglichst viele. Ja, und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Da wünsche ich dir einen guten Start und dass du eine Wohnung findest. Danke. Ciao. Herr Müller, hallo. Neuzugang bei Preußen Münster. Kommst du von Mainz 2. Genau. Warum der Schritt jetzt nach Münster? Ja, ich denke, ich habe 3 Jahre jetzt in der Ausbildungsmannschaft, in der zweiten Mannschaft von Mainz gespielt. Und ich denke, jetzt ist auch mal der Schritt gekommen, in eine Herrenmannschaft zu gehen. Und Münster ist ein super Verein, super Umfeld, super Fans. Und ich denke, dass wir da nächstes Jahr Großes erreichen können. Haben dir Bekannte dazu geraten, hier hinzugehen? Oder hast du die Stadt angeguckt, hattest das Angebot und dachte, okay, das könnte passen? So war es so ähnlich. Also ich habe das Angebot vom Verein bekommen, habe mich natürlich ein bisschen umgehört, was Kumpels sagen, die auch mal hier gespielt haben vielleicht. Und dann war ich hier, habe mir einen Tag auch die Stadt angeguckt und ja, ich war begeistert und habe gedacht, das mache ich auf jeden Fall. Ja, du bist ja auch immer Mensch. Hast du auch andere Pläne, dass du gleichzeitig noch ein Studium anfängst oder ist Preußen jetzt erstmal auf 1? Ja, Studium läuft schon. Also ich habe schon in Mainz 2 Jahre studiert, BWL. Okay. Und werde es jetzt in Münster hier fortsetzen. Ist ja kein Problem in so einer Studentenstadt. Und ja, das ist mein Plan hier. Das heißt, Studienplatz hast du hier auch schon in der Tasche? Noch nicht in der Tasche. Also ich bin jetzt dabei, mich zum neuen Semester zu bewerben. Muss mich ja jetzt in Mainz abmelden und jetzt melde ich mich in Münster an. Aber ich denke, das dürfte kein Problem sein. Besonders Problem in Münster ist ja immer die Wohnungssuche. Wie weit bist du denn da? Noch nicht so weit. Also ich wohne momentan mit ein paar Jungs noch, auch von die neu sind, im Hotel. Und ja, Wohnungssuche ist am Laufen. Aber ich denke, das ist das kleinste Problem eigentlich. Ich denke, das werden wir schon hinkriegen. Und würde für dich auch eine WG in Frage kommen? Für den Anfang glaube ich eher nicht. Also für den Anfang will ich was für mich alleine wahrscheinlich. Ja, dass auch wenn mal die Familie oder Freundin zu Besuch ist, das denke ich ein bisschen einfacher. Okay. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen gestört. Und was jetzt, du kommst ja aus Mainz, was glaubst du denn, was ist diese Saison drin für euch? Hier in Münster? Ja. Ah, gut.
Ich denke, dass wir auf jeden Fall vorne mitspielen können. Ich sehe jetzt da nicht viele Mannschaften, die unbedingt besser aufgestellt sind als wir. Und ich denke, wir haben jetzt eine junge Mannschaft. Die Mannschaft ist verjüngt worden, aber es sind auch gestandene Spieler noch dabei. Und ich denke, die Mischung ist gut, dass wir es auch nach oben schaffen können. Ja, dann wünschen wir dir eine schöne Zeit in Münster, einen guten Start und hoffentlich, dass du alles richtig gemacht hast. Alles klar, danke schön. Herr Lohse, neues Spiel, neues Glück, neue Saison, erstes Mal jetzt Trainingsauftakt im Stadion. Wie geht's Ihnen denn? Ja, ich denke, das war eine tolle Veranstaltung hier. Die Fans sind zahlreich gekommen. Natürlich auch neugierig, um die neuen Spieler zu sehen. Und die Bedingungen hier im Stadion waren heute top. Wir haben bei Regen angefangen, bei Sonne aufgehört. Also ein gutes Zeichen. Ja. Wie froh ist man dann, wenn jetzt der Urlaub vorbei ist, die alte Saison abgehakt ist? Und Ja, die ist genauso groß, die Freude natürlich, wie sie auch da war, als der Urlaub begann. Und man freut sich immer auf den Urlaub und die Winterpause ist ja auch relativ kurz. Von daher ist wichtig, auch mal nicht den Ball jeden Tag zu sehen, auf andere Gedanken zu kommen. Und trotzdem, wenn es dann 2 Wochen vorbei sind, beginnt man natürlich wieder zu fiebern, freut sich auf die neue Mannschaft, auf die Mitarbeiter und man sieht auch, dass alle mit großer Freude dabei sind. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir noch die freien Kader stellen, wo wir doch in wichtigen Positionen auch noch etwas tun müssen, um dann auch konkurrenzfähig zu sein in der Liga. Sie sprechen schon an, welche Positionen sind da im Blickpunkt, die jetzt noch, wo jetzt danach besser werden muss? Ja gut, ich möchte das jetzt nicht alles im Einzelnen auch öffentlich immer gleich benennen. Ich glaube, ich habe ja gesagt, wir müssen versuchen, dass wir die Positionen hätten, wenn möglich, doppelt besetzen. Oder dass wir sie doppelt besetzen, um einfach gerüstet zu sein. Wir haben auch mit Schöneberg schon einen Verletzten. Und Berzel geht wahrscheinlich, also ist auf der rechten Verteidigerposition sicher was nötig. Und Stoll und Schwer sehe ich jetzt mal als Perspektivspieler, die dann noch dazukommen. Also das ist ja relativ einfach, da, wenn man die Kaderzusammenstellung sieht, noch zu erkennen, wo Alternativen her müssen. Und ich hoffe, dass wir im internen Kreis da kurzfristig noch den einen oder anderen Kandidaten finden, der uns dann auch ein Stück weit robuster und stabiler macht. Jetzt kann man ja sagen, dass die Mannschaft durch die Abgänge und Zugänge ordentlich verjüngt wird. Sind Sie mit den Neuzugängen an sich erstmal zufrieden? Haben Sie Ihre Wunschspieler bekommen oder wie sieht es da aus? Ja gut, es ist immer so, dass wir natürlich auch von einigen Spielern eine Absage bekommen haben, weil die finanziellen Möglichkeiten bei uns leider nicht so da sind. Und trotzdem, glaube ich, ist es uns gelungen, wirklich talentierte Spieler zu holen, die auch eine Qualität haben, in der dritten Liga zu spielen. Natürlich sind die teilweise auch von Absteigern oder Mannschaften wie Mainz 2, die ja, in der Tabelle unten zu finden waren, aber doch Perspektive haben und wir müssen sie aufbauen und fördern, das ist ganz klar, dass ich jetzt schon 100%ig einen Eindruck von ihnen haben kann, ist natürlich klar, dass das noch nicht geht, aber ich glaube trotzdem, dass wir einfach den einen oder anderen brauchen, der dann noch diese Persönlichkeit vielleicht auf dem Platz ist, die dann auch gefordert ist, in jedem Wettkampf, wenn es eng wird, die Ruhe zu behalten oder auch die körperliche Robustheit, gerade bei Standardsituationen, sich durchzusetzen. Ja, jetzt ist ja so, dass mit Dominik Schmidt und Berzel zwei Spieler sind, die den Verein wahrscheinlich verlassen werden. Ist es wirklich auch bei Berzel so, dass die Tür zu ist? Ja, die Tür ist zu und ich fand es natürlich auch ein bisschen schade, weil aber er konnte leider sich hier nicht so durchsetzen, wie wir es gehofft und erwünscht haben. Und von daher ja, ist die Entscheidung jetzt gefallen. Und natürlich wünscht man dem Spieler für die Zukunft alles Gute. Das heißt aber, dass es das auf jeden Fall, wenn die aber noch Vertrag haben und keinen neuen Verein finden, dann werden sie aber trotzdem noch mitgenommen, oder? Was werden die? Noch mitgenommen dann, wenn sie noch weiter in den Vertrag haben.
Das weiß ich nicht. Wir haben jetzt eine klare Entscheidung getroffen, beziehungsweise der Carsten hat natürlich die Gespräche auch mit den Beratern gesucht und darin auch vereinbart, dass sie ja einfach weiter vom Training freigestellt werden. Und deswegen gehe ich davon aus, dass da zeitnah irgendwelche Lösungen gefunden werden, weil am Ende des Tages ist es natürlich auch für jeden Spieler wichtig, selber zu spielen und auf dem Platz zu sein. Okay. Danke fürs Interview, guten Start in die Saison und bis demnächst. Danke. Tschüss.